Herzlich willkommen zurück bei PokeMMO. Hier wollen wir direkt mal gucken, ob wir tauschen können. Ja. Jetzt den. Ich hab's entwickelt sich. Yeah. Und es hat sich nicht verändert. Oh nein. Warte, ist noch nicht fertig mit entwickeln, jetzt akzeptieren. Das ist Simsala. Simsala, genau. Das würde ich mit meinem Kleinschein ja gerne auch machen, wenn sich das entwickeln würde. Ja, ein Tausch. Es ist tatsächlich ja nicht entwickelt. Ich hätte schwören können. Simsala, genau, so war das. Ich hätte schwören können, dass das sich mit Level 16 entwickeln sollte. Weiter geht's. Ah ja, wo ist das Schiff eigentlich? Weiter unten. Wir haben noch keinen Zerschneider gelernt. Ich glaube, wir müssen jetzt Misty plätten. Also sind noch in der Arena? Ja. Wir können ja kurz gucken, ob die oben jetzt die Wand ready ist. Welche Wand? Da steht jetzt vorher ein Typ davor, um weiterzukommen. Wenn der weg ist, dann sollen wir erstmal weitergehen. Ja, wir können aber auch Misty einfach besiegen. Er wäre auch weg jetzt. Ich weiß nicht, ob wir Misty schon besiegen sollen. Warum nicht? Weil ich kein Pokémon, dass ich Misty besiegen kann. Hallo, guck mal, wie low die sind vom Level her. Erstmal den Typ hier, der am Baden ist. Splash! I'm first up, let's do this. Oh Gott. Oh, Trigaria oder so. Level 16, ja. Ganz schön hoch. Oh, Konfusion ist super effective, ey. Stimmt, ich habe ihn gerade one-hitted. Den auch. Mein Pokémon ist auch Level 16. Ja, der Pokémon ist auch massiv overpowered. Bäm, gleich mit dem gleichen Level zwei Hits. Komm mit, Simsala. Die Olle da hinten waren auch noch platt. Voll. Sunspore. Besser als Poison Spore. Goldini, das kann mich doch gar nicht angreifen. Wieso? Welches. Nee, wie war das Pokémon, was nur so ein Splash hat? Carpador. Carpador. Stimmt. Carpador, Carpador. Ach, dafür zu Garados. So, Misty. Schön, dass du dich auf Wasser-Pokémon spezialisiert hast. Und du hast ja keins. Kein Pflanze oder Elektro, oder? Brauche ich nicht. Ich hab Simsala. Konfusion! Und ist das hier kein Schnabel, das mir zuerst angreift? Ah, das macht 100 Attacke. Starmie ist nicht zu unterschätzen. Ja. Oh, komm zurück. Egal, da muss ich halt Wasser gegen Wasser. Ja, da hast du doch. Ich hab nicht, dass ich da hinsetzen kann. Jetzt möchte ich noch Pensa verlieren, weil sich nicht mal nicht entwickelt hat. Und jetzt ist es auf jeden Fall ein Bug, glaube ich. Dann ist man Level 20, aber ich glaube einfach nicht. War ein Level 16 Entwickler. Starmie uses Recover, ey? OP. So, meinen Kleinschein möchte ich nicht opfern, lieber vielleicht die anderen noch. Dann kommen wir noch ein paar Tränke, damit ich im Kampf noch heilen kann. Spieler besiegt, Misty. Du bist zu stark. Ja. Ich muss mich erstmal davon erholen, dass du mir wieder ein Pokémon umgebracht hast. Wir haben einen Skill gelernt. So, TM. Water Pulse. Okay.
Oh, es kann den Gegner unten mit Konfusion. Okay. Kann, steht da auch dran, wer das lernen kann? Wenn du auf Nutze gibst, dann steht dann dran, kann lernen, kann nicht lernen. Das hat andere Farben. Ach, Hörnchen könnte lernen. Schade, nee, Hörnchen soll es nicht lernen. Shigi hat schon viele Skills. So. Dann werde ich jetzt mal meine drei Pokémon vernichten. Dann kannst du mir eh keins mehr abnehmen. Dann habe ich nämlich keins mehr. Ich weiß nicht, wie ich Misty besiegen soll. Das darf ich mit meinen Knopfenzer plätten. Warum hast du das Abra nicht gelevelt? Abra geht ab. Weil ich nicht wusste, dass Simsala so OP ist, auch schon im Low-Level-Bereich. Och, das hat uns mit einem HP überlebt, oder was? Das ist doch... Ey, ich habe heute so ein Pech. Das ist lächerlich. Natürlich ist es dann sofort konfusiert. Wäre zu leicht, wenn nicht. Maru setzen, dass Maru dann stirbt, damit ich dann Nocturne normal hinsetzen kann. Ah, Supertrank benutzen. Konfusion! Yeah! Das war's gleich für mich. Das jetzt überlebt habe ich noch nicht. Oh, ein Glück kann der Nachtzwift nicht mehr aufhören, ey. Boah. Hast du ganz besiegt, also Stami? Ja. Der ist gestorben. Nur mein Maru, den ich wieder überleben darf. Er hat den gewonnen, mit Wasserattacke natürlich. Ich muss zwei Supertränke auf Nocturne anwenden, weil das jedes Mal fast gewonnen hat. Was bringt mir Teleport eigentlich? Kannst du dich aus Kämpfen zurückziehen und kannst dich aus einem Gebiet zurückziehen wie ein Pokémon Center. Naja, aus Kämpfen zurückziehen kann ich doch auch, indem ich flüchten drücke. Teleport hat eine höhere Erfolgschance. So, du bist fertig oder was? Ja. Okay, dann komme ich wieder zum Pokémon Center zurück. Dann? Ja, dann müssen wir ja zu dem Boot. Ne, wir müssen nach oben weiter, ne? Okay, warte. Ich bin auf dem Weg. Level der und reist weiter, ne? Ich stehe in dem Haus, wo wir weiter müssen. Das ist über der Arena. Okay, ich muss eben Mana tanken. Hey, Abra ist Boss. Ja, wir müssen OP. Es muss ein Bug sein, weil das hat sich auf jeden Fall vor Level 20 entwickelt. Da bin ich jetzt aber 100% sicher. Ja, aber ein Bug wird es nicht sein. Dann wird es einfach in der Version ein anderes Level sein. So, hier bin ich. Ach, der Typ ist weggegangen. Genau, jetzt ist hier Platz, können wir rein. Oh nein, was ist passiert? Da ist irgendwas Fieses hier durchgelaufen, ne? Durchzugraben, aber was hat dir nichts Gutes gebracht? Nein. Diese Mist-Team Rocket-Typen, die haben mein Haus kaputt gemacht. Die haben auch einen Tim gesturmt, mit dem man graben lernen kann. Die Schweine. Da ist halt auch hier einer, ey. Wie heißt der denn, der Gute? Er heißt. Er hat ins Bild geflogen. Brand. Also wie alle. Hat ein Mashop. Ist mir egal, ey. Simsala, Konfusion. Ist er noch OP? Super effective, ey. Meine Pokémon wollen mich wirklich verarschen mit ihrer Trefferrate gerade. Oh, der ist cool.
Was war das nochmal, denn Fette? Das ist auch so ein Psycho-Pokémon. Kann ich noch nicht sagen. Ich bin noch nicht so weit. Da dachte ich nämlich, dass das eigentlich zu aus Abra wird. Dieser mega hässliche. Mato. Woraus wird der denn? Der droppt. Hey, er hat wieder Pokémon. Wie der droppt. Das ist einfach so ein Pokémon, das rumsteht. Yay, wir haben Graben gelernt. Habt ihr das gesehen? Jetzt hat sich doch selbst verletzt. Ich hab so ein Glück. Lächerlich heute gerade. Ach, mit Level 21 entwickelt sich das erst? Krass. Dann bin ich auch mit 18 erst, oder wie? Du kämpfst noch gegen ihn, oder was? Ja. Okay. Wie gesagt, hat wieder mein Pokémon fast gewonnen-hittet. Wir müssen, glaube ich, dann nach unten raus. Ja. Warte hier unten. Ich stehe hier unten. Ich sehe dich doch nicht mehr. Wo bist du? Ich musste mal zurück in Pokémon Center laufen. Wie gesagt, der hat wieder zwei fast gewonnen-hittet. Wenn du dann unten rausgehst, gibt es drei Wege. Dann nimm den mittleren. Ich weiß. Das erinnere ich mich noch. Nach unten geht es zur Elektrostadt. Nee, ich meine, weil in der Mitte dann Pokémon sind. Mauzi, das will ich haben. Nein, ich bin nicht über die scheiß Mauer gesprungen, aber nach unten. Mauzi, ja, gefangen, ohne es zu verletzen. Hat weg ein paar geschmissen, okay. Ja. Mauzi hat den Vorteil, das ist halt Pick-up. Da kannst du, wenn du Glück hast, Sonderbonbons einsammeln. So, diesmal nicht darunter springen. Wie, das kann Sonderbonbons einsammeln. Das heißt, wenn du Glück hast, die Fähigkeit Pick-up. Bist du jetzt Mitte lang gelaufen? Ja, Mitte. Da kannst du nicht. Da kommt mal den Pokémon-Trainer vorbei, ne? Ah, hier. Hi. Ah, oh, Ruckel, Ruckel. Wo ist Nocturne hin? Ist verschwunden. Und wie muss ich das machen mit dem Pokémon? Muss das einfach nur da sein, oder was? Na, das ist schon halt. Es hat sogar ein Item dabei. Ah. Muss ich ihm das abnehmen? Ich war immer Pokéball. Nö. Ich hätte natürlich kein Glück. Nugget hatte es nämlich gehabt. Nugget? Das ist eigentlich 5000 Dollar, aber kannst auch nicht handeln. Aber ich habe jetzt das removed. Ist das jetzt in meinem Inventar dafür? Sollte, ja. Ja. Und das hat immer wieder mal ein Item dabei, wenn ich es jetzt dann mal mit habe. Ja. Dann muss ich immer mal wieder gucken. Ja. Muss es dafür kämpfen? Nein. Ich hab's gerade gewonnen-hittet, weil sich zwei Pokébälle nicht töten lassen hat. Oh, Konfusion. Auch noch eine Mauzi haben. Dann machen wir eben Tier, bis du uns hast. Ist ja gerade hier. Ist ja gerade schon, als ob es leider gestorben. Da ist es. Level 10, das will ich eher fangen. Aber sicherheitshalber. Level 15 Taubsi appeared. Ach ja.
Aber jetzt habe ich Psycho-Beam. Ich will noch einmal testen. Was hast du? Psycho-Beam hat mein Simsalagat gelernt. Psy-Strahl? Heißt ich Bogen an Licht, Pokémon. Psy-Beam! Reicht, genug gekämpft, hast du gut gemacht. In der Hütte drin. Hallo, alter Mann. Die Pokémon Farm, oder? Auf jeden Fall will der alte Mann nicht reden. Ich weiß nicht, so. Eingebaut. Man kann nur an den Computer rangehen. Nee, auch doch, hier kannst du deine Pokémon wechseln. Ja, konntest du die Pokémon trainieren lassen. Dann stehen sie hier und wenn du rumläufst, kostet zwar Geld, aber werden sie stärker. Aber ist noch nicht drin. Mauzi. Hat es den Pickup überhaupt als Fähigkeit, bevor ich das will? Ja, hat es. Bei mir hat er schon ein Item dabei gehabt. Ja, ja, bei mir auch hat einen Nugget gehabt. Gott, bist du schon unten? Wo hast du da Pickup, Ability Pickup, ah gut. Jetzt werden wir hier unten durchlang geworfen und da kommt dann, ey, geht nicht weiter hier? Hier in der Höhle oder was? Ja, die Höhle ist richtig. Wenn wir durch den Gang unten gehen würden, würde es nicht weitergehen. Mal kurz sagen, was sie sagt. Ich gucke für einen Nidoran. Hast du einen Nidoran weiblich? Ja. Nein. Doch, perfekt. Will sie das abgeben? Ja, die will was tauschen dagegen. Oh ja, das würde ich sogar gerne abgeben. Warte eben, ich muss das eben holen. Warte. Dann muss ich wieder zu diesem PC, bei dem Pokémon-Typen. Ich geh schon mal unten weiter. Ja, wir müssen eh den Part da beenden. Achso, gut, dann... Warte, wir sind sofort da. Okay. Guck, ob es unten Pokémon gibt. Ne, gibt's nicht. Musik sagt, hier ist Home, Sweet Home. Nidoran da, zack. Hat sie denn gesagt, was sie dafür gibt? Nö. Zum Glück, ey. Frech. Sagt sie dir erst dann, wenn du soweit bist. Ich hab eigentlich... So. Hallo. Ja, na, looking super. For Nidoran M. Toll. Ihr willst den M haben? Ja, und die gibt mir dafür das andere. So. Ja, jetzt halt es einfach mit. Ja, immerhin mal hier den Plan. Warte kurz. Muss ich dem wahrscheinlich geben, dann. Oh mein Gott. Okay. Warte mal, ich teste mal was. Ich geb's ja eh, aber ich werde es ja eh nicht trainieren. Ja. Ja, klar. Hey, thanks. So, jetzt habe ich ein anderes Hörnchen. Das Level 5. Das war dasselbe Level. Aber es hat ein Item dabei: ein Tiny Mushroom. Oh, krass. Ein Tiny Mushroom. Mrs. Nido. Bist du. Nee, MS. Ja. Miss Nido. 27% glücklich. Chicky ist. Ja, aber es hat einen Vorteil. Level 15% schneller. Weil es getauscht ist, oder was? Ja. Und wenn wir alle Items, alle Pokémon einmal hin und her tauschen? Nee, wenn es meins ist, levelt es, also wenn es mir wieder zurückgibt, levelt es nicht schneller. Achso, okay. Alles klar. Das war der nächste Part Pokémon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.